Willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute Kühe töten, denn diese geben einem richtig krasse OP-Items, wenn man sie tot bekommt. Passt auf, Achtung. Und so will ich endlich Minecraft durchspielen, ohne immer beim Enderdrachen zu sterben. Guck mal, ich habe jetzt hier Goldblöcke bekommen von einer Kuh. Na, wie findest das du? Ja, ich habe die letzten Challenges immer wieder versagt und bin beim Enderdrachen gestorben tatsächlich. Aber mit OP-Items passiert mir das nicht. Deswegen komm her. Auf dieser Insel ist kein Baum, deswegen kann ich gerade kein Schwert machen. Aber ich komme so zu meinen OP-Items. Komm! Kuhmann! Hä? Hallo? Jetzt? Was? Oh, ein Trident, ein Verzauberungstisch und Holz. Genau das, was ich brauche, um ein bisschen Stuff zu machen. Zum Beispiel ein Schwert. Wobei, Attack Damage von dem hier, guck mal, ist schon hoch, wenn ich jetzt die Kühe so kille. Achtung! Na, die sind nicht One-Hit. Mist. Komm! Cool! Nicht wegrennen! Bam! Hab sie gekillt. Hä, die droppen alle dasselbe. Nein, sie droppen nicht alle dasselbe. Ich habe einen enchanteten Goldapfel bekommen. Das heißt, damit werde ich den Enderdrachen definitiv besiegen. Ich hätte die Kühe vielleicht züchten sollen, oder? Oh, hier sind ja... Oh, sind hier viele. Ja, ich bin im perfekten Biom gespawnt. Bam, komm her. Oh, bam. Wow, ein Beacon. Oh, und natürlich ein Helm. Nice, und damit werde ich beim Enderdrachen definitiv nicht sterben. Jetzt läuft der Hase, aber so richtig. Ziel ist es jetzt, glaube ich, Step 1. Wir müssen in den Nether kommen, um an Endsachen zu kommen. Also an Blaze Rods und so. Bam, Tool. Wow, sogar Bedrock habe ich gekriegt. Der Enderdrache hat jetzt gar keine Chance mehr. Ich baue den in Bedrock ein. Fliegt er durch Bedrock durch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe auch viele Knochen. Wofür brauche ich die Knochen und TNT? Wir jagen den einfach in die Luft, den Enderdrachen. Ich pack den Stuff jetzt einfach mal hier rein, weil sonst ist mein Inventar sowas von voll. Ich habe da hinten unten Kühe. Damit ich aber mein Lager nicht vergesse, sozusagen, werde ich jetzt hingehen und hier einmal einen Beacon aufbauen. Was? Hä? Wieso tust du sowas? Weil ich es kann, weil die Kühe mir das Zeug hier gegeben haben. Hier, tada, perfekt. Das heißt, da ist meine Kiste. Weil da hinten befinden sich noch Kühe, die ich alle klatschen muss. Ich krieg nur Helme, was soll das? Ich brauche Rüstung. Oh, ich habe Raketen gekriegt. Vielleicht kriege ich auch irgendwann mal eine Elytra. Da die Kuh weiß noch gar nicht, was sie erwartet. Bam. Und zack. Oh, ich habe einen normalen Goldapfel bekommen. Den werde ich jetzt auch essen, weil ich habe kein Essen. Komm her und gib mir gute Sachen, Kuh. Ich brauche Sachen, um in den Nether zu kommen. Komm. Wieso nur Helme? Ich brauche Rüstungsteile. Oder Diamanten. Komm schon, liebe Kuh. Gib mir was Nices. Oh, was ist hier für ein Loch? Oh nein. Was hat sie getroppt? Eine Elytra! Das ist doch mal gut. Und ein enchantetes Buch ohne Verzauberung. Hä? So, hier sind noch Kühe. Aber mit denen habe ich jetzt einen besonderen Plan. Da ist auch noch eine im Wald. Ich habe ja ganz viele Knochen bekommen. Und ich züchte die jetzt hoch, dass ich ganz viele Kühe habe. Weil ich will nicht in der Weltgeschichte rumfliegen. Wir werden jetzt ganz viele Kühe uns hochzüchten. Und dazu machen wir Folgendes. Einmal hier das Beet anpflanzen. Dann hier Bone Meal machen und dann let's go Getreide zum Züchten von Kühen. Ich mach mal ein bisschen was. Oh, ich habe ein bisschen viel Zäune gemacht fürs Kuhgehege, aber egal. So, jetzt besteht die Aufgabe darin, die Kühe hier reinzubekommen. Kommt schon, ihr werdet meine OP-Farm. Los, Nummer 1. Wo seid ihr alle? Kommt. Ja, du da hinten, dich nehme ich auch noch mit. Komm, ihr werdet für mich OP-Babys züchten. Ja? Seid ihr damit einverstanden? Dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal durch hier und züchten da noch ein paar hoch, bevor wir die alle niederschnetzeln und dann unseren Loot angucken. Let's go! Ich mache alle kaputt. Alle. Oder war der erste Diamant? Die ersten Diamanten sind getroppt. Ich hätte gerne andere Rüstung, aber die kann ich mir dann nicht craften. Also das Ding ist, mehr Netherite-Rüstung droppt hier überhaupt nicht. Da habe ich richtig viel, Pech. Ich glaube, das hat der Typ, der Starter-Pack gemacht hat, versaut. Wir gehen jetzt hier raus. Ciao, Kakao und gehen in den Nether. Aber davor muss halt Diamantrüstung her. Und logischerweise ein Smithing-Table, weil diesen Smithing-Table werde ich nutzen,
damit ich dann die Diamantrüstung zu Netherite machen kann, indem ich das da mache. Bam. Und nochmal, komm, bam. Die Schuhe habe ich jetzt vorerst auch erstmal aus Gold gemacht, weil ich eben im Nether nicht angegriffen werden möchte. Beziehungsweise doch, ich habe ja eine Hundearmee. Wir könnten auch Schuhe machen. Aber egal, ich muss erstmal kurz noch Flint and Steel suchen. Und mir noch ein paar Eimer machen, weil ich ein Nether-Portal mir gießen möchte. Und da weiß ich, es gibt hier irgendwo einen Lavasee. Ah, schau mal, genau den meinte ich. Und damit gieße ich mir jetzt ein Portal. Let's go, ich hole das Wasser. Woran man erkennt, dass ich Profi bin, seht ihr hier. Ich habe fast das ganze Lava jetzt hier versaut. Aber finally hab's auch ich geschafft, ein Portal zu gießen. Nicht? Hä? Jetzt habe ich es geschafft. Und ich kann es sogar entzünden. Nicht mal das kann ich. Jetzt aber. Das Portal ist entzündet. Jetzt kann ich hier überall Obsidian draus machen. Weil ich werde jetzt gleich da reingehen. Aber mit einer Armee von Hunden. Doch zuerst machen wir noch Essen. Knochen anlegen. Hundespawn-Eggs anlegen. Und dann let's go. Komm schon. Komm zu mir. So, mein erster, mein zweiter, mein dritter, mein vierter und so weiter. Komm. Hey, let's go. Komm schon. Der eine, ist der schon mal Freund? Ja, komm. Wir werden hier den Nether rasieren. Ich sag's, wie es ist. Ja? Gut, okay, die sitzen alle. Ich mache mir noch ein bisschen mehr Hunde. Alle aufstehen, meine Freunde. Wir gehen in den Nether. Och nee, ein Basaltbiom. Was? Und da ist der? Und wo sind meine Hunde? Na toll. Ich werde mich jetzt einfach mal in diese Richtung hier bauen. Oh, nein. Oh Gott. Nein, ey, komm. Ich hasse den Nether. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal durch und hoffen, dass wir Enderaugen bekommen. Ey, Mann. Ah, okay, die Hunde killen die. Mega nice. Aber hier wieder einfach nur Pech. Wieder ein Verzauberungsbuch. Tötet sie alle. Los. Und droppt. Was das? Ja, es hat. Ja. Oh mein Gott. Ja. Es hat. Oh, ja. Wir können ins Ende. Aber sowas von. Ciao. Die Kühe gehen mir auf den Keks. Ab ins Ende, würde ich sagen. Weg mit dir. Wow. Ein Creeper explodiert. Ich muss Tote wieder hier reinmachen. Oh Gott. Allah. Soll das? Mann. Hier irgendwo muss das Portal sein, weil hier geht's wieder zurück. Ich habe die übrigens alle gar nicht eingesammelt. Das heißt, wir müssen hier straight runter. Ja, ich hab's. Nice. Okay, wo ist das Portal? Hier runter, da längs, da runter. Ah, hier ist es. Nice. Aua. Ist mir egal, was du willst. Ich will Ende und ich will den Drachen besiegen. Wuhu! Dieses Mal wird's hoffentlich einfacher, weil ich habe eine Elytra, aber keine Pfeile. Aber ein Dreizack. Oh ja. Das ist der Plan. Aufgepasst, Freunde. Wir werden die Dreizacke werfen. Und dann werden wir sie wieder einsammeln. Wir zerstören mit Hilfe der Dreizacke die Crystals. Pam. Wuhu. Pam. Wuhu. Und der nächste. Pam. Mal schauen, ob ich von hier treffe. Nein. Ich habe jetzt hier diese Dinger aufgebaut, damit ich nur drüber fliegen muss und den Dreizack so reingehauen. Wow! War das so eine gute Idee? Oh, jetzt der letzte. Hoffentlich wird es da besser. Und pam. Nein, vorbeigeworfen. Shit. Der letzte, komm. Ja! Wir haben alle. Er hat Schaden gekriegt, er geht in die Mitte. Jetzt habe ich keinen Dreizack mehr. Egal, aber ich habe die Hunde. Komm schon. Kommt, Hunde, raus da, sonst kriegt ihr Schaden. Hunde, weg da. So, er geht in die Mitte. Angriff. 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 Let's go.
Ich hab einen Plan, ich hab keinen Plan! Boah! Au! Oh nein, meine Hunde! Ich wollte ihn mit TNT in die Luft jagen, Mann! Aber da ist viel zu schnell, hat er sich wieder befreit! Ja, er ist am Start! Wow! Nein! Oh, hab's wieder geschafft, Mann! Oh nein, er kommt! Shit! Oh oh! TNT! Wow, weg! Weg! Und jetzt? Ja, es hat ihm auf jeden Fall Schaden gemacht. Und er wurde hochgeboostet wie noch was. Krass. Er kommt wieder. Er ist wieder am Start. Und jetzt? Let's go! Let's go! Komm, 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 komm! Nein! Ah, nur ein bisschen. Das Problem ist, ich habe keine Waffe, außer ich mache mir eine. Und zwar habe ich jetzt eine Netherite-Axt. Damit werde ich ihn erledigen. Er geht in die Mitte. Ich komme. Ich erledige ihn. Au, au, au. Ah! Mein Plan ist jetzt auch noch, der wird doch jetzt bestimmt die Wölfe aggressiv machen, wenn er die einmal hittet. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich da immer nur. Guck mal, Achtung, jetzt werden sie aggressiv. Ja, Angriff, Hundearmee. Das funktioniert nicht. Oh, nee. Aber die Hunde sind alle aggro auf ihn. Er tötet aber auch alle. Aua, aua, weg. Oh Gott. Wow, au. Nein, 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 was? Ende.